Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Alien Isolation für die PS4. Wir sind bei Teil 21 angelangt. An meiner Seite wieder meine bessere Hälfte. Hallo. Jade. Willst du mal anfangen, Teil 20? Wir haben es gerade selber nachgeschaut, weil es ist schon wieder über eine Woche her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. Wir haben es endlich in den Kern zu Apollo geschafft und sind draufgekommen, dass Weyland Yutani, die Schweine, die ganze Station aufgekauft hatten und eigentlich nur die Koordinaten haben wollten von dem Flugschreiber, damit sie zum Alienplaneten fliegen können. Wer hätte das gedacht? Und dass im Grunde genommen alle Menschen auf der Station dem Apollo wurscht sind. Ja, ich glaube das habe ich letztes Mal noch erwähnt gehabt, von wie ich glaube, dass das die Direktive 939, dass das die gleiche ist wie im allerersten Alien-Film. Das heißt, der Alien-Mechanismus, würde ich jetzt schon sagen, der Alien-Lebenszyklus, was will ich sagen? Die Lebensform? Ja, genau, die Lebensform, halt eben die außerirdische Lebensform, die steht über allem, das ist das Wichtigste, alles andere ist wurscht, ob das drauf geht, verschwindet oder sonst irgendwas. Genau, und dass die Anwältin das auch gewusst, ne? Ja, und die Anwältin hat das auch gewusst, muss man auch dazu sagen. Ja, und naja. Der Captain hat ihr versprochen, dass er sie von der Station runterbringt, von dem Schiff, das eben auf dem Alien-Planeten war, der in der Zelle gesteckt hat. Das haben wir eine Tondatei gehört, aber dann kam das Alien und jetzt wissen wir nicht, was mit den Leuten passiert ist. Bei der Audiodatei kam das Alien. Also so ist sie uns nicht noch einmal begegnet bis jetzt, aber zu 99% wird es wieder irgendwo daher. Ja, aber ich für mich, er schreibt keine Fleuchen. Postkarten, er schickt nichts, weißt du, wie geht's ihm? Das Alien, es ruft nicht an, es schreibt nicht, wir machen uns schon Sorgen um es. Das Bolzenschussgerät habe ich nach der letzten Folge habe ich es off-camera, habe ich es mal kurz getestet. Coole Waffe, aber halt eben schwierig zu benutzen, muss ich zugeben, weil das Blöde ist halt eben das, wenn ich jetzt Ziel und auf den Feuerknopf drauf drücke, ich weiß, ihr wisst es alle schon, ich habe das ja schon durchgespielt, aber ich sag's trotzdem für die ein, zwei Seelen, die das nicht gespielt haben bis jetzt da. Draufdrücken auf den Feuerknopf, dann lädt sich das Ding auf, fängt immer schneller an, sich zu drehen, dann wird auch das Fadenkreuz, was man da jetzt sieht, wird dann halt eben enger und wenn es ganz klein ist, dann ist das Ding voll aufgeladen und ich habe bei dem Test halt eben mit der Waffe bin ich auf diesen einen Androiden losgegangen und habe es nicht vollständig aufgeladen und dann hat er zwei Kopfschüsse gebraucht, aber angeblich, so viel ich weiß, was mir das Spiel gesagt hat und dank einem Kommentar, braucht man angeblich nur einen Schuss, wenn das Ding voll aufgeladen ist. Jo, so viel dazu. Wir haben noch alle möglichen anderen Sachen da, die alle nicht... ich will bauen eigentlich mal schon. Die könnte man vielleicht wieder mal brauchen. Da fehlen uns aber ein Sensor. Die nicht viel bringen, was wir rausgefunden haben in der letzten Folge. Zumindest ja, bei den, die bei ganz den gefährlichen Androiden, die mit einem roten Regenmantel herumrennen. Also, wie gesagt, bei Terroristenbekämpfung keine Böller bauen oder Barrikaden oder was. Handigt einfach Regenschirme. Regenschirme sicherlich auch. Das ist ein Schutzwall. Aber Regenmäntel, damit da fürcht sich sogar der Terminator wahrscheinlich. Gut, so viel dazu. Ich habe mir auch noch gedacht, bevor wir jetzt da anfangen, weil das wollte ich nämlich auch schon die letzten paar Male erwähnen, weil wir ja ein Alien-Spiel spielen, dass ja ein neues Alien-Spiel angekündigt worden ist, nicht direkt, aber indirekt, weil zumindest was ich da gelesen habe, also das Spiel, was rauskommen soll, heißt Alien Blackout und die Leute haben davon Wind bekommen, weil halt eben das Trademark wieder erneuert worden ist oder beziehungsweise weitergegeben worden ist oder irgendwie sowas. Und das Spiel soll angeblich gemacht werden von einer Firma namens Cold Iron Studios, wobei ich habe geschaut, aber ich habe kein einziges Spiel von denen gefunden. Das Einzige, was ich aber weiß, ist, dass viele Mitarbeiter von dort haben schon bei anderen Studios gearbeitet, mitgeholfen, unter anderem sollen da Leute dabei sein, die an Borderlands gearbeitet haben, dann andere, die an Bioshock gearbeitet haben und auch sollen Leute dabei sein, die an Doom, ich weiß jetzt nicht welchen Doom, es kann das Neue sein, kann ein Altes sein, aber das sind halt eben, es deutet fast alles darauf hin, dass das nächste Alien-Spiel, was da rauskommt, eben dieses Alien Blackout, dass das dann wieder ein Shooter wird, was für mich dem Spieler mit den Rambo-Genen, wie ich gelesen habe, ne, und dass das Ganze halt eben nicht so auf Schleichen sein soll, aber es sind nur Mutmaßungen. Mehr kann man da jetzt da eh nicht dazu sagen.
Ich fände es halt eben auch cool, wenn einfach ein Studio das halbwegs zusammenbringt. Der Angry Joe hat es damals in seiner Review zu Alien Isolation halt eben hat das gesagt und ich finde es stimmt und das wäre cool, dass jemand quasi dieses Spiel hernimmt und Aliens Colonial Marines, was jetzt nicht so gut angekommen ist, was mir aber gefallen hat eigentlich, und die beiden vermischt. Mhm. Also dieses Gerüst mit der Grafik und allem drum und dran und halt eben die Shooter-Elemente und das Ganze aus Aliens Colonial Marines, das kann nur ein Hit werden. Wenn dann noch eine halbwegs schwere Story dabei ist und sowas, kann da eigentlich nicht schief gehen. Ja. Für mich ist das, die Story eigentlich immer das Wichtigste. Ja, eh, aber mhm. Ja. Okay, der Motion Tracker zeigt uns wieder mal den Weg. Nein, ich habe nicht drauf vergessen. Amiga Bluebird, Firebird und ich weiß nicht, wer es mir sonst noch erzählt hat. Ich glaube, der Jack Daniels war da vor kurzem da dabei. Ja, auf jeden Fall, ja, da waren wir. Ich bin ja extra dahin gegangen, damit wir das, die Folge beenden können. Und ich glaube, von dahin, also von da sind wir auch gekommen. Das war ja auch dies. Und wir müssen jetzt quasi eh an dem einen Typen jetzt da vorbeigehen wieder. Der da hinten ist, an dem Androiden. Der Regenmantel. Genau, da hinten, da ist er. Oh, der ist nicht rot, der ist gelb, finde ich. Habe ich rot gesagt? Rot gesagt. Okay, Entschuldigung, das habe ich nicht gemeint. Ich habe eigentlich nur, ich habe mir gedacht, ich habe Regenmantel gesagt. Eigentlich nur, aber macht da nichts. So. Kommt schon. Nee, nee, das ist Scheibe. Da ist Scheibe, da, aber da er kann er nichts. Ja, er ist auf Tournee, genau. Auf dem Weg. Nein, ich habe Tournee verstanden. I'm walking. Yes, indeed. So, ja, da gibt's leider nichts. Da bin ich nämlich noch extra weitergegangen, nachdem ich den off-camera um die Ecke gebracht habe, weil ich noch gehofft habe, dass ich noch einen anderen finde. Aber bin dann bis daher gekommen und den Aufzug habe ich gerufen, aber ich bin nicht weitergefahren, weil ich wollte jetzt mich jetzt da nicht spoilern. Jo. In so einem Spiel hasse ich es, wenn du auf den Aufzug wartest und dich nicht umdrehst. Du weißt nicht, wer hinter dir stehen könnte in der Zwischenzeit. Ja, aber vielleicht wartet ja das Spiel drauf, dass ich mich... Ricardo, waren Sie jemals im Reaktor? Hab die Tour noch nie gemacht. Ich habe in einem ein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Wieso hat er jetzt husten müssen? Damit es authentisch ist. Was ich jetzt noch. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, ich habe mich extra deswegen nicht umgedreht, weil das Spiel das vielleicht von mir verlangt. Die Diskussion habe ich ja auch schon mit ein paar Spielern gehabt, also mit ein paar Leuten gehabt, oder Diskussion, das ist einfach aufgekommen, dass Zuschauer geschrieben haben, von wegen, das gibt's nicht, bei dir rennt alles nicht so, wie es gehört. Das hätte eigentlich so gehört, und bei mir war das so. Aber ich habe eh zurückgeschrieben, von wegen, bei mir ist im Leben nie so, wie es sein soll, warum soll es bei Computerspielen auch so sein? Bei allen anderen funktioniert's, dann komme ich daher, bei ihnen geht's nicht, wir wissen auch nicht, warum. Das, so. Nein, ich will meinen Schrott haben. Danke. Die haben mir Schrott gegeben. So. I don't see a thing or two. Für einen Moment hatte ich gedacht, das wäre ein Heavy dort, aber das war nicht. Oh, da liegt was. Bolzen, ein Bolzen. Bei dem lasse ich mir aber ja, einreden. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wenn ein Bolzen herumliegt, das ist okay. Sensor, warte mal, ich kann was basteln. Nein, das war ein Ladungspack. Ein Ladungspack? Ja. Verflucht! Ja, lies das doch. Nein, ich lese nichts. Gut gesehen. Es hatte mir den Rücken zugewandt, ging den Flur herunter, als ob es das Normalste auf der Welt wäre. Ich habe mich versteckt, aber als ich aufsah, war es weg. Ich glaube, es hat sich unter dem Fußboden versteckt oder in der Decke. Sevastopol besteht aus Lüftungsschächten, Rohren und verstaubten Räumen, in die niemand seit Jahren mehr einen Fuß gesetzt hat. Es könnte überall sein. Danach müssen die Marshals gesucht haben. Das hätte mir nicht vorenthalten werden sollen. Schief Ende. Wir stehen auf dem richtigen Weg. Es ist wunderschön gemacht. Und ich sag's immer wieder, aber es ist schon echt toll aus. Ein Schrotflinten liegt da. Ich möchte aber meine haben. Da habe ich schon ein paar Kerben reingemacht. Eine, um genau zu sein. Na, warte mal, haben wir jetzt alle wieder gekriegt? Schon nach.
Nein. Ja, wir haben Revolver, nur... Pumpgun? Ja, aber wo sind wir im Flammenwerfer? Okay. Mein Freund der Flammenwerfer. Ja, wir haben gebrannt, voller Wollust. Da ist nichts, Ich weiß, ich muss rauf, aber ich schau trotzdem. Da war ich noch nicht. Ja. Speichern, immer gut. Dieser Gang hat ein sehr ominöses Licht und alles und Wirkung, also wirkt bedrohlich. Mhm. So, das Blöde ist, dass wir... Oh, danke! Ist mit Bewegungsmelder, das ist futuristisch, das passt schon. Ich wollte nur gerade sagen, von wegen, wir haben keine Batterie, ne? Jetzt wollte, wäre ich schon fast in Versuchung gewesen, dass ich wieder mal so, ein, so eine Fackel anzünd. Das schaut cool aus! Ich bin oben auf dem Reaktorkern, Ricardo. Sehen Sie schon was? Nichts. Noch mehr. Ein paar Androiden, Kernsteuerungssysteme, das Übliche. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug nach unten sein. Steht er. Lustigerweise erinnert mich das gerade an... Achso, voilà! Erst. Es erinnert mich an Matrix. Da, wo es halt eben gezüchtet werden, die Menschen. Ne? Das schaut auch mit dem unteren. Ja, ja. Wie eine Traube. Kommt der Typ jetzt zu uns her? Na, da hinten geht einer. Da gehen zwei eigentlich. Deswegen, ich glaube mal, da können wir... Aber die Blitzeffekte sind wundervoll gut, gemacht. Warte mal, also wenn sie mich da hören... Da ist zu. Und auch die Regen... Ach, es ist herrlich. Was? Ich will nur wieder raufkommen. Ja, aber das heißt nicht so. Ja, ne. Schau mal nach oben, wo das Wasser herkommt. Ja, von da, da ist irgend so ein Büro oder Terminal. Deswegen kommen wir ja da nicht rein. Aber ich hätte mir eigentlich gedacht, dass wir jetzt dort irgendwo hinfahren können. Ja, okay, ja. Der kommt her. Wenn du nicht zu ihnen kommst, kommen sie zu dir. Schaut so aus. Ich meine, wir haben ein paar Schuss. Ich glaube auch, jetzt hat er mich schon gesehen, weil sonst hätte er nicht so deppert schauen. Das schaut cool aus. Der hat selbstständig geschossen. Ah, nachladen. Das dauert halt eben auch ein bisschen. Das ist... Schalten, das ist, ich höre dich sonst schwer. Der hat eine Batterie gehabt! Ethanol. Und der andere war saufen. Geh, komm, wie viele kommen denn da? Noch mehr? Ja, da kommen wieder zwei. Okay. Vielleicht musst du dich nach vorn bewegen, sonst kommen die immer wieder. Pass auf, ist wurscht, ich mach's einmal wieder Rainbow-Style da. Ich habe noch ein paar Bolzen. Ich möchte nur wissen, ob die da unten neu spawnen. Vielleicht gibt es da so eine Maschine. Wir haben ja eh gerade gespeichert, das heißt von dem her. So,
Batterie hier. Munition, wunderbar. Für meine Kritiker, ich werde jetzt nicht schleichen, weil ich glaube, mich wird keiner hören. Es ist wirklich laut, ich habe leiser schalten müssen. Ich habe es extra leise. Ich habe von Haus aus durch das ganze Spiel immer leise machen oder überhaupt meine ganzen Show- und Projekte, weil ich kann mich sonst nicht konzentrieren auf das eigene, was ich spreche. So, ich schaue mich ein bisschen um, bevor ich wieder schaue, wo ich hinköre. Ja. Was ist los? Was ist das? Ja. Was ist los? Was ist das? Gut. Mein Freund, der Track, da gehe ich nicht hin. Zu gefährlich! Aber da gibt es auch nichts mehr zu tun. Nein, ich muss dorthin. Geh mal hin. Aber trotzdem noch zur anderen Seite schauen. Die will jetzt keine Fackel extra anzünden. Ich mag diese Gegend, also das. Da ist nix. Wieso ist da nix? Na komm, schnell jetzt an. Das ist schon wieder auf. Na gut. Mama hat immer gesagt, Waffen sind wie Werkzeuge. Für jeden Job gibt es die richtige. Hatte Mama auch eine Pralinenbox? Forest Alien. Oh nein. Bitte nicht. Also das schaut, ich weiß es nicht warum, aber das schaut aus, als wenn da schon Alien war. Und herumgeschleimt hat und sich architekturmäßig ausgetobt hat. Ist schon architektonisch gewesen. Nein, ist nicht Architektonik, das mit Vibrationen, also so Earthquake-mäßig. Tektonik? Architektonik. Oder ist mir. Keine Ahnung. Du bist die Gescheiter. Nein, bin ich nicht. Ein Flammenwerfer. Und der Batterie, ich freue mich mehr über die Batterie. Das heißt, meine Vermutung, dass die Anwältin und eine Typ, der Sheriff... Wer? Alle, die verschwunden sind. Alle. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Das sind Eier. Das ist eine Farm. Das Ei habe ich gar nicht gesehen. Sie müssen verschwinden. Sofort. Kann man das helfen? Ich muss den Strom für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Das ist leer. Aha. Aber warum hat Ricardo vorher husten müssen? Hat er auch sowas geschluckt? Na. Hat er gerade weggeschrieben? Mhm. Als ich gesagt habe, ich vermisse das Alien, habe ich es nicht so gemeint. Warte mal. Der Soundeffekt, das ist von einem Ei. Das hört sich an wie ein Ei, was gerade aufgeht.
Da hilft Verstecken aber auch nichts. Ich meine, da sind lauter offene Eier. Das heißt, die Facehacker gibt's nicht mehr. Ich gehe mal nur so kleine Schritte und ja, check die Lage. Ich meine, da hilft doch kein Verstecken beim Facehacker, also ganz ernsthaft. Ja, eine Telefonzelle. Was? Besten Ortgebot. Aber das ist eh das Lustige. Wir haben da eh schon diskutiert gehabt, ob das sowas in der Zukunft in dem Spiel kommen wird. Und das ist ja quasi. Außer es wird noch irgendwo erklärt, ja. Aber das war ja eine Theorie, die im Film damals nicht vorgekommen ist, sondern erst wie die DVD rausgekommen ist. Oder ich glaube, auf Laserdisc hat es das damals auch gegeben mit den Deleted Scenes, wo man gesehen hat, im allerersten Film, dass der Captain nicht gefressen worden ist, sondern dass der eingesponnen worden ist vom Alien und daneben ist auch so ein Alien-Ei gestanden. Und das Alien-Ei kann ja nicht von LV-26 gewesen sein, weil sie ja keins mitgenommen haben, sondern dass die Alien oder die Xenomorphen, dass sich die selbstständig vermehren können und diese Eier legen können. Und das ist dann eben im Zuge der Dreharbeiten und des Drehbuchschreibens im zweiten Teil hatte dann der James Cameron sich dazu entschieden, von wegen, weiß jetzt nicht, ob er sich abgesprochen hat mit wem, aber dass eine Königin halt eben gibt und die legt die Eier und jetzt nicht, dass die Xenomorphen sich alle frei, also jeder Einzelne sich fortpflanzen kann halt eben. Ja. Kommt halt drauf an, ob sie sich an das gehalten haben, was wodurch die Filme alles vorgegeben ist. Und das wird jetzt da halt eben die Frage aufwerfen, von wo kommen diese ganzen Eier? Wurden die vorher eingesammelt? Haben die vom Schiff die mitgenommen? Oder ist es dieses eine Alien, was superpotent dadurch geackert hat? Das schaut so arg. Wobei ich mir dann die Frage stelle, wie hat das Viech Zeit für uns gehabt? Das schaut trotzdem so arg aus. Was war das? Was habe ich da gedrückt? Achso, Blödsinn, das war die Herumschauen. Oh, ich wollte auf meinen geliebten Motion Tracker ja zugreifen. Manchmal habe ich dieses Bedürfnis so. Ja, genau. Kopfhörer weg. Mach nur meine Kopfhörer hin. Was? Willst du mich ver. Den habe ich doch erwischt! Ja, gut, dass wir gespeichert haben vorher. Als ich sagte, ich vermisse das Alien, habe ich nicht das gemeint. Ich habe das Ausgewachsene gemeint, das man von Weitem hört. Ich meine, ich habe in der Ferne habe ich nämlich ein zugemachtes Ei gesehen. Pass auf. Ich weiß noch nicht auf was. Nee, wir nehmen wieder den. Da bin ich eigentlich auch gespannt, wie das in dem Spiel ist, weil Facehacker normalerweise mit einem Flammenwerfer gingen sehr schnell down. Also die halten überhaupt nichts aus. Nur eben, da weiß man es nicht. Da hinten das Ei bei der Konsole, das rechts, das ist ja zu. Ja. To be or what? Man kann sie kaputt machen. Da kommt er, Ich glaube, ich habe ihn. Ich glaube, ich mag die Dinger auch nicht, weil sie mich so an Spinnen erinnern mit diesem. Mit den Beinen. Ja, na, ich mag es auch nicht. Ich mag die Viecher überhaupt nicht. Gut, das eine haben wir aber in die Luft gesprengt. Habe ich da gerade eins erwischt? Ich habe nicht einmal mitbekommen, dass du eins war.
war eins. Ich meine, ich suche jetzt gerade nur die Gegend ab, ob da jetzt eins ist oder nicht. Ich habe mir jetzt nur gedacht, ich brauche jetzt gerade nicht schleichen. Ich kann aufstehen, nur kaum bin ich aufgestanden, hat sich was bewegt. Bon. Ja, aber ich wüsste jetzt gerade nicht. Ja, Rohrbombe können wir. Ja, und den Sensor hast du noch für was anderes gebraucht. Haben wir einen Sensor gekriegt? Ja. Den Geräuschmacher. Geräuschmacher. Bauen. So, aber sonst sind wir voll. Ich glaube ja. Ja. Alkohol. Ah, da ist was. Ich hab nur geschaut, ob was im Regal ist, Alter. Ich kann den wirklich nicht mehr aufstehen. Da. Kommt, dass du aufstehst, bewegt sich irgendwas. So, haben wir jetzt da, die können wir jetzt. Ah, okay. Ja, nicht wurscht. Okay. Nein, ist ja wurscht, wir sind ja voll, das passt. Gut, mein Motion Tracker weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ah, ich bin verloren. Jetzt bin ich auf mich selbst angewiesen, das war ich noch nie. Wir sind das Untergangsgewalt. Ah! Computerspiel. Irgendwas ist aufgegangen. Oder dauernd kommt der Soundeffekt. Eins von den zwei. So, proceed to evac. Das heißt, ich habe noch Stunden Zeit, bevor da was passiert. Gut, na da hat es ja nichts mehr gegeben. Da ist was drinnen, aber da können wir... Komm, please. Ich frage mich nur, ob ich schleichen oder rennen soll. Ich meine, normalerweise... so im Inneren eines Wals aussieht. Oh. Jonas, bist du hier? Jason? Jason, genau. Jason, naja, Jonas war in der Bibel. Sie haben sie übernommen von den alten Griechen. Und laut dem soll ich aber da rein. Yes. Okay. Ja, wirklich. Kernleitung. Achso, ich hab... Du hast doch gerade gedrückt am Computer. Ich hab was gedrückt. Ich will aber nicht nochmal hin, das ist grauslich da drin. Ich bin noch gespannt, ob sich jetzt wieder was bewegt, nur weil ich... Entschuldigung. Okay, da hängen ein paar Leute rum. Hallo, kann man aber Ihnen helfen? Weißt du, was jetzt unfair ist? Ich durf... Ja. Der ist noch nicht hin. Oh doch, okay. Die habe ich überhaupt nicht gesehen gehabt. Nein, ich auch nicht. Ja, weil man kein Licht machen. Jetzt schaue ich halt eben extra drauf. Den haben wir doch untersucht. Genau, ne? Na, aber das hat jetzt vom. Vielleicht finden wir sie. Was? Vielleicht finden wir sie. Die Anwältin. Achso, das müssen wir. Schau mal nach, ob die Anwältin noch wo finden. Ich glaube, da ist niemand. Da ist niemand. Oh, da ist wer. Ja, aber wenn wir sie finden, dann brütet es wahrscheinlich gerade. Ja. Na, aber das Problem, was wir hier jetzt haben, ist das, vorher hatten wir es mit einem unsterblichen Alien zu tun. Und jetzt haben wir es, glaube ich, mit Zähnen oder was weiß ich wie vielen zum tun. Ja. L2. Ich hab's nicht so mit Steuerungen, ich spiele nur Videospiele, das ist... Ja, was, wie, wo? Irgendwo über mir. Wo muss ich hin? Warte kurz. Das ist... Raus, okay. Gerne.
Mach auf. Okay, gut. Okay, nein, war klar. Ah, das habe ich absichtlich gemacht. Das habe ich extra absichtlich gemacht. Ich meine, war Blödsinn. Mach sowas nicht absichtlich. Na, was machst du in so einer Situation? Ich bin wach. Ja, ja, na, aber was machst du in so einer Situation? Wer braucht Kaffee? So, Entschuldigung, ja, jetzt müssen wir die ganze Sequenz noch einmal machen. Oh, also ja, na, die haben wir ja eh schon, dann machen wir das jetzt. Ah, dann kriegen wir ja andere Sachen. Warte mal. Achso, die haben wir noch nicht abgefeiert, das machen wir ja jetzt, da. Wenn wir mal Zeit haben. Nein, aber ganz ernsthaft, du leitest gerade die Selbstzerstörung ein. Es macht urviel Lärm und so irgendwas. Du schaust auf den Tracker von allen Seiten, hast Bewegungen an, du siehst aber nichts. Raus! Das ist das Erste, was du machst. Sicherlich, ja, ich weiß schon, ich hätte es mir eh gedacht, dass dann später halt eben, dass irgendwo ein Alien kommt, nur ich war ein bisschen... ja, überfordert. Und ich entschuldige mich für das viele Schreien, das ich heute habe. Ich weiß nicht, wieso, heute ist ein Schreitag. Aber das Ding ist zu, da hinten. Ja. Und ich würde gerne wissen, wo das andere ist, weil das sitzt jetzt... Ja, von dem Typen, der gerade geschrien hat wahrscheinlich. Es kommt von da. Es wurde aber angezeigt, dass von links kommt, nicht von rechts. Ich sehe dich. Es liegt. Okay. Ja, dann, man hört zwar dauernd schreien. Aber im Endeffekt, wie gesagt, das kann ja nicht von einem sein, der schreit. Weil entweder es hat ein Ei gelegt oder es hat kein Ei gelegt. Mehr machen die ja nicht. Hm. So, ich gehe jetzt da. Wunderbar. Flammenwerfermunition können wir immer gut gebrauchen. Nein, ich höre jetzt nicht auf irgendwelche Soundeffekte. Oder vielleicht auf das. Okay, das war das Ei, was mich vorher die ganze Zeit verwirrt hat, wahrscheinlich. Aber es ist rausgeklettert, ne? Nee, ich habe es erschossen beim Rausklettern. Sehr gut. Eine Buffen hat's geheißen, ja, nix schleichen. Geschlichen wird nachher. Ich versprech's. Okay, Rambo. Alien! So, jetzt können wir da bauen. Und ja, den können wir jetzt auch fertigstellen. So, haben wir das. Wir haben, also, Schrott können wir jetzt wieder mitnehmen. Ja, yeah, cool. Da hat der eine Typ, der hängt, da warst du bei dem schon. Oh. Der hat keine Öffnung. Gut zu wissen. Ja. Gut, 25. Alter. Ich meine, es wird dann eh lustig, weil wir aktivieren das, dann aktivieren wir das andere, dann müssen wir rausschleichen und hoffen, dass wir zum Speicherpunkt kommen. Die Maxeln da draußen habe ich jetzt alle schon abgesucht, ja. Oder? Allen Seiten. Kommt schon Schleim. Der Schleim ist dauernd schon gekommen. Okay. Funkstelle, Ricardo. Das ist überhaupt nicht gut. Thank you.
Tür. Hat sie gerade eben... Ist das, ich meine, ich sehe da ein Zucken bei der Tür, aber ich weiß nicht, ob das so gehört oder... Ob das vom Computer aus ist, weil das schaut für mich... Nein, das sind die Blitze, weil die Blitze verschieden okay. entfernt sind, deswegen... Okay. Wir können nur da raus. Dann geh ganz langsam und leise. Sehe ich das richtig? Da ist ein... Wo ist das Ei hergekommen? Oder ist das jetzt gerade auf... Nein, ist es gerade aufgemacht worden? Das hat gerade zu ausgeschaut zuerst. Ja, oder sehe ich das alles nur falsch? Es ist safe. Also wem glaubst du jetzt da? Dem Motion Tracker? Oder der Telefonzelle, die dir nicht sagt, es sind Feinde in der Nähe? Nein, es ist... Ich glaube dem Motion Tracker. Das ist im Grunde genommen die Kinderstube, in die du da gerade reingekommen bist, oder? Nee, es ist das Nest. Ja, sag ja, Kinderstube. Da spielen die jungen neuen Aliens miteinander. Da hängt wieder wer. Wo? Da. Oder? Ich schau ganz. Da hängt wer. Oh, wirklich? Mhm. Ich sehe das gar nicht jetzt. Ein Loch. Wir sollen ins Loch. Und nicht da weiter. Da hängt doch wer. Wo? Oh. Kommen wir da hin? Wurscht. Da hinten ist ein Zug, macht das Hier schaut nichts sicher aus. Also gehen wir hin. Wir haben gespeichert. Ich meine, ich sollte jetzt da nicht die Rohrbombe. Das ist ja echt zu. Was? Das da. Ich meine ja, aber wenn ich eine Rohrbombe hinwerf, dann glaube ich mal, dass diese ganzen Pünktchen sich in meine Richtung bewegen. Mhm. Also machen wir das, was das Spiel von mir verlangt. Ich gehe in ein glitschiges Loch rein. Ach. Ja. Und ich komme aus einem glitschigen, engen Loch wieder raus. Und ich gehe wieder rein und wieder raus. Denkst du, wir sollten Jamie von den Mythbusters anrufen? Ob genug Lars da ist. Immer genug Gleitmittel. Da hat auf einmal der Sound aufgehört. Da liegt einer. Ja. Man, bei dem kann man nicht einmal sagen, wie ja, was war. Das ist gar nichts, das ist der arme Kerl schon. Nein, aber ob da was geschlüpft ist schon oder nicht, ne? Da ist noch einer, haben wir den schon? Ja, bitte. Den habe ich gerade. Der hatte nur Schrott bei sich. Ich meine, das Verstecken ist zwar lieb, aber ich wüsste nicht, wann ich es machen soll. Da hängt auch wieder wer. Vielleicht am Rückweg. Falls wir da nochmal vorbeikommen. Mhm. Ja, aber es tropft. Es glibbert nicht. Das heißt, man dürfte da durchgehen. Welche Richtung?
Jetzt versteck dich. Laut Film müsste es so sein. Das hat alles ausgesehen, als ob eins drin war. Oh Gott. Ich hab's mir auch gedacht. Was ist mit dieser Folge heute los? Ich tu mich nur fürchten die ganze Zeit. Irgendwie höre ich eins. Der Motion Tracker, Entschuldigung, dass ich es wieder mal sage, ist da gerade sinnlos, weil du dich nicht. Du nicht weißt, welche von den Feindpunkten wirklich da ist oder sich woanders aufhält. So, das war das Viech. Ich schieße jetzt nicht noch einmal. Ich weiß nur nicht, ob es was bringt, dass ich mich verstecke, weil... Aber habt ihr es wieder gemerkt? Ich ziehe den Motion Tracker und es hupft aus dem Schacht raus. Es kann auch sein, dass über mir ist. Du hast es ist null Ahnung. Ja, es ist schwierig zu erkennen, wobei man sollte eigentlich meinen, dass man, wenn du da so eine Wasser... Da ist. Wenn du da so eine Wassergegend hast, dass es da auch... L2 gedrückt, mehr kann ich nicht machen. Geh in den Lüftungsschacht. Hier unten ist sie nicht schön. Geh in den Lüftungsschacht. Raff bist. Ich will irgendwo rauskommen. Es hört sich an, als wenn es jetzt... Vielleicht ist das gar nicht dasselbe. Das Blöde ist nur, dass ich weiß nicht einmal, was da vorne ist, was da so interessant ist, ob da irgendwo was... Du hast aber nicht das an, dass sie auf Stimmen... Nein, das haben wir nicht. Das, okay. Wie gesagt, das mit den Stimmen-Ding, ich glaube überhaupt, dass dafür brauchst du die Kamera und die haben wir eh nicht. Passt. Jetzt das wieder da hinten. Okay, pass auf. Weil ich glaube, bei unserer Version oder die Version, die wir gerade spielen, halt eben, das Spiel hat was. Ich glaube, das hat so ein. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder irgendwie, dass die KI ein bisschen anders reagiert. Also, wir müssen in die Richtung. Ich weiß das nämlich eh, aber... Weil da hinten ist schon wieder ein... Das ist ein zugemachtes Ei. Hm. Ja, also Richtungsangabe ist gut und so, aber... Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. Ich hätte nämlich die Idee auch... Ist nur ein Spiel. Ich weiß. Ich hätte nämlich noch die Idee, dass ich da zum Beispiel jetzt Rambo-mäßig ein Bömmchen hintere habe, damit ich die zerstöre währenddessen, aber dorthin renne, dass ich mich verstecke. Weil dann könnte ich nämlich da mal das freiräumen und vielleicht gibt es da hinten was, obwohl der Motion Tracker sagt mir, dass... Erklärt uns das! Ja. Erklärt uns das! Der Motion Tracker macht nichts. Das also, ist nicht normal. So, immerhin, jetzt ist er in der anderen Richtung. Ich gehe ja mal. Ich kann eh nichts anderes machen. Aber das ist doch wirklich nicht normal.
Was soll ich jetzt machen? Warten, warten, warten. Ja, aber hinter mir kann auch einer sein. Ja, warten, warten. Was ist das? Suche. Der ist hinter mir. Ich weiß, das sollte man überhaupt nicht machen, dass man verkehrt rumgeht. Tatsächlich, Gefahr ist nah. Wer sagt sowas? Blöd ist das, ich müsste jetzt speichern. Ich meine, das ist wenigstens das Gute. Es gibt ja nicht nur ein Spiel, also Speicherstand. Speicherstand. Selbst wenn der verhauen ist, kannst du den vorhergehenden nehmen. Gut, aber hier müssen wir quasi genau das Gleiche machen. Weil super. da haben wir schon wieder so ein Ding. Ganz, ganz toll. Und das müssen wir vorher natürlich aktivieren. Ist das zum Verstecken oder nicht? Das ist was zum Verstecken. Das ist. Ist das ein Ei? Ja, kommt schon raus. Das war aber die falsche Seite. Oh, Freude. Wir haben hier gerade gespeichert. Da hängt einer. Häng ihn der. Ja, ich sehe die Typen nicht. Also, ja, na toll. Jetzt weiß wo ich bin, jetzt kommt sie gleich wieder, weil sie ist ja angepisst. Da kann man sich drunter verstecken. Okay. Oh, hast du es trotzdem gesehen? Kein Strom! Heil dich mal. Was soll ich machen? Heil dich mal. Teil dich mal. Nein, heil dich mal. Ja, wo soll ich mich hinteilen? Ja. Du findest dich nicht. Zerreißen so ist die, ne? So auf die. Ja, ich komme von da jetzt nicht weg. Also. Und wo soll ich denn? Da vorne irgendwo. Also, ne, warte mal, das heißt wahrscheinlich da an der Hinterseite den Strom aktivieren, dann reingehen, das einschalten. Hat ein Ei. Es hat sich nur. Gemacht. Ja, ja, nein, das kommt ja dauernd. Deswegen reißt es mich, weil es kommt dauernd die gleiche Sounddatei oder Soundeffekt, dass ein Ei aufgeht. Wo? Gar kein Ei ist. Nö. Keiner daheim. Hat der einen Schaß gelassen? Was war das gerade? Ich meine, der ist bei sich die daheim. Die tödlichste Waffe des Aliens. Ja, das ist eine Kampfart, die wir noch nicht kennen. Giftgasattacke. Hey, die haben Säure als Blut. Was glaubst du, was bei denen da im Verdauungstrakt abgeht? Das hat sich jetzt aber angehört, als wenn er weg war. Ja. Und ob er wieder da wäre. Alter, was ist das für ein Jojo, Alter? Das gibt's ja nicht. Er kommt Steck wieder. Dich. Ja. Ich komm ja nicht mehr raus. Alter. Und. Distracten oder ablenken, wie soll es das machen? Wo soll es da was hinhauen? Jetzt ist er wieder nach oben gegangen. Sicher, das hat ausgeschaut, als wenn er da links sitzt, einfach nur wer. So, also ich würde mal sagen, da irgendwie Schließmechanismus. Meiner ist geöffnet. Ah, okay. Ja, auf dem Motion Tracker hätte ich schauen müssen. Was gibt's da? Kannst nicht. Da hängt einer. So, da haben wir wieder ein Ei. Aber was ich schön finde, also ja, es. Und direkt darüber den. Naja, aber es schlatzt nicht so, wie es sein soll. Das passt schon. Da bin ich zum ersten Mal froh, dass das Spiel nicht auf Realismus macht.
Weil in jedem Alien-Film, beziehungsweise alles, was man irgendwie sagen kann über die Natur des Aliens oder überhaupt die Natur jedes Lebensmechanismen, wenn er kommt, machen wir was. Gängern Sie bitte. Also er musste mich noch niederrennen, weil er hat ja keinen anderen Weg gehabt zum Lüftungsschacht. Oder hat er mich jetzt umgebracht? Nein. Nein. Geschlagen. Er hat mich nur geschlagen. So. Du kannst ja diese Sache ausführen, wenn du nicht gerade von dem Alien da verfolgt wirst. Was war das? Ich sollte doch da hingehen. Jetzt warst du dort, jetzt führt er dich woanders hin. Ah, schon wieder ein glitschiges Loch. Nee, was ich sagen wollte, ist das. Das Alien in den Filmen, also überhaupt, da nehme ich jetzt da den Zweierteil als Referenz her, oder jeder andere Lebensmechanismus oder Lebensart schützt seine Jungen. Und in jedem Alien-Film, wenn du einen Facehacker attackierst und da ist ein Alien daneben, dann greift es an. Weil du halt eben das Alien daran hinderst, sich fortzupflanzen und das ein Jungtier quasi ist. Mhm. Also normalerweise müssten die Viecher ja schreien, die Facehacker, kenne ich nicht anders. Und da müsste es dann rund gehen. Weil du eben was machst, was die nicht haben wollen. Hallo. In der Mitte. So, da können wir jetzt den Strom aktivieren. Wir haben kein... Das darf nicht wahr sein. Wir haben keinen Platz für Batterien mehr. Was ist denn los mit dieser Welt? Das ist wie am Anfang. Oh! Wo bist du? Oder kommt... Kommt das jetzt aus dem Loch geschissen? Entschuldigung für meine Vulgarität. Du glaubst doch nicht, dass noch... Nein, okay. Um Otto zu zitieren. Sind wir da? Das passt mir ganz gut. Ja. Nein, ich wollte was anderes zitieren, aber da würde ich dann quasi das Publikum... beleidigen die Leute, die nicht wissen wahrscheinlich, von wo diese Referenz war, deswegen mache ich es jetzt nicht. Okay. Kannst du mir ja nachher sagen. Ich gebe dir noch ein Medikit. Ich gebe mir jetzt noch ein Medikit. Und wenn du schon mal da drin bist, bastel dir auch was. Ein Medikit. Oder zwei. Oder drei. Guten Freunden gibt man doch ein Medikit. Oder zwei oder drei. Nee, Pumpkin wollte man nicht. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich gehen müssen. Das siehst wie Fate spielt. Es ist nicht. Ich habe nur vorhin, bevor wir losgelegt haben, noch geschlafen ein bisschen. So, Ich würde es gerne noch bis zum Speisepunkt. Speicher. Nein, zum Speisepunkt. Zum Speicherpunkt würde ich es gerne noch schaffen. Er ist im Lüftungsschacht. Ich riskiere es. Wo war das? Das Speicherding war da hinten, gell? Ja. Ganz ehrlich, wenn du durch diese ganze Schlatze da von denen kriechst und den Schleim, dann riechst du eh schon nach ihnen. Sprich, eigentlich müssten sie sich für einen von ihnen halten. Wie bei Walking Dead. One of us. Nee, warte mal, da ist. Gepriesen sei der Herr für die Erfindung des Telefons. Weil ich wollte nämlich. Ah, okay. Zeit. Karten. Also ist. Ja. Ja, ich würde mal sagen, halt wir lassen es so. Wegen, wenn du eh nach dem ganzen Zeug riechst und es geht ja nach Geruch und nach Geräuschen, das Ding, dann... Wobei wir wissen bis heute noch nicht, ob die Schlatze nach was riecht oder nicht von Erna. Keine Ahnung, aber ich hätte halt gemerkt... Ich meine, jeder, der halt eben die Schlatze... aber du weißt nicht, ob das nach was riecht, aber es stimmt schon. Also du müsstest ja eigentlich nach allem riechen, aber wir sind da schon wieder in einem Sektor... den man nicht besprechen dürfen, Realismus.
Ja, ich habe mir nur gedacht, und was, dass er sich mit dem Blut von ihm nicht einschmieren kann, ist eh klar wie bei Walking Dead, weil dann würde er zu Säure-Ding. Aber wenn er sich mit dem Schleim einpatzt. Ja, aber das wäre die letzte gute Idee, so von wegen, hey, ja, ich schmier mich mit dem Blut. gleich dann drüber fahren. Na, hat passt. Wir haben da wieder einige interessante Szenen gehabt. War auch geschichtstechnisch, sind wir ja auch ein bisschen weitergekommen, war auch cool. Jetzt da haben wir halt eben, jetzt ist das Alien mehrfach anwesend. Warum? Weil ist ja keiner. Oder wird wahrscheinlich auch nicht mehr erläutert. Ich glaube es nämlich nicht, dass da jetzt noch irgendwo, weil ich glaube auch nicht, dass wir vielleicht jetzt da irgendwo einen Bericht übersehen hätten, dass das Ganze schon im Vorfeld wäre. Das wäre ein Schockelement, den sonst nehmen würden. Mhm. Wenn es, was weiß ich, 4 Stunden vorher findest du einen Bericht, ja, wir haben ein eigenes Alien-Nest angelegt, wir suchen jetzt Probanden zum Brüten. Das wird Das wird keine Stimmung aufbauen. Und ich glaube nicht, dass wir im Nachhinein dann noch irgendwo, ich hoffe es. Es wäre cool, wenn es dann eine Erklärung geben würde, weil ansonsten sitzt nur da, Alter, wie haben die das gemacht? Nein, was ich nur lustig finde, du sagst, sie haben Probanden, wir suchen nach Probanden zum Brüten und das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist von Hunger Games Katniss. Ich melde mich freiwillig. Sorry, das ist nur ein Meme. Nein, Hunger Games. Hunger Games haben wir nie angeschaut. I volunteer! Also wenn es um die Meme geht, dann wird da gay! Ja, wobei, da hält man ja so wirklich was. Ich meine, mit den ganzen Eingeweiden und dem Alien, was da herumflutscht und dem Ganzen. Nein, es ist auch cool jetzt mit den Facehacker. Wie gesagt, der erste, ich hätte mir gedacht, dass ich ihn erwischt habe, aber der hat uns halt eben, der hat uns imprägniert. Ich finde die Schockelemente dieses Mal waren ganz toll. Ich habe es wirklich aber nicht zu viele. Richtig zu fürchten. Es sind zu viele. Da nörgle ich wieder. Aber es sind zu viele, weil allein dieser Soundeffekt mit dem aufgehenden Ei, der ist so speziell und den kennt man als Alien-Fan. Und du hörst ihn dauernd. Und du hörst ihn dauernd, deswegen von wegen, oder ist da jetzt was und dann ist nichts da. Motion-Tracker, ja, super Motion-Tracker, finde ich geil. Überhaupt, dass er uns eben gezeigt hat, er war auch heute sehr hilfreich, wo wir hingehen müssen. Nur, du machst, wo es hinschaust, 100.000 Feinde und es ist keiner da. Das, da haben wir das, das ist das Konandrum wie von Red Dwarf. Ein Meteoritenschauer. Oh Gott, so viele Feinde! Weißt, was da ja nicht stimmt. Es sind so viele Feinde da, aber sie sind nicht da. Schwarze Löcher. Weil schwarze Löcher sind schwarz. Ja, ja, genau. Und das Problem mit dem Weltraum, er ist schwarz. Nein, aber ich will es jetzt auch nicht von wegen, oh, es war euch Folge oder ich mache mich lustig oder was. Nein, es gibt so Kleinigkeiten, wo dann halt eben... ja, wo es wieder nicht so gut dran ist. Und wieder da jetzt zweimal, du agreest mit mir, Motion Tracker angeschalten, Stichwort schon, Alien. Das war echt. Und normalerweise agree ich nicht so damit, von wegen, dass ich sage, okay, ja, jedes Mal, wenn du ihn rausholst, dann kommt dann kommt das Alien rein, ja. Aber heute ist es ja wirklich arg gewesen. Du nimmst den Motion Tracker raus, beep, macht's einmal und das Alien kommt. Ich meine, und das ist nur, wenn ich den Motion Tracker rausnehme, was passiert, glaubst du, wenn ich ihn rausnehme? Also. Nein, dann schaltet das Spiel wahrscheinlich ab oder von wegen macht dann Freeze oder die Konsole stirbt, ich weiß es nicht. Bevor man da jetzt dazu viel... Bist du ein Nörgelnager, das ist unglaublich. Ich habe es nur schon lange nicht mehr gespielt, ich habe mich gefreut drauf und schau auch also an euch jetzt da draußen, von wegen, wenn ich mich manchmal über was lustig mache, heißt das nicht, dass ich es nicht mag oder was, sondern eben gerade deswegen kann es sein, dass ich mich darüber lustig mache. Und dass es ein bisschen interessanter ist für uns, sag ich jetzt mal. Also fad ist uns nicht bei dem Spiel, das ist das Wichtigste. Ist ja wurscht, bevor ich da jetzt weiter quatsch. Ich würde mal sagen, wir lassen uns mal gut sein jetzt für Folge 21. Wir werden jetzt dann eine kurze Pause machen und dann gleich einmal Folge 22 aufnehmen. Das heißt, wir können jetzt Alkohol trinken? Im Spiel, oder? Naja, ab 21. Ach sau. Legally. Ja, wenn dieses Schauen wir mal Projekt in Amerika ausgestrahlt wird, ne? Genau. Bei uns ist ab 18. Nein, in England ist ja auch 21. England ist 21? Ja. Also es gibt pro Land Unterschiede, okay. Aber. Ja. Solange wir uns unter 0,5 sind, ist das Spielen im alkoholisierten Zustand genauso erlaubt, ne?
Ansonsten läutet dann die Polizei und so Alkotest. Naja, haben wir schon einiges gelesen, gehört und gesehen. Im Internet überhaupt. Gut, also das soll es jetzt gewesen sein mit, schauen wir mal, Alien Isolation Teil 21. Wir hoffen einfach mal, euch hat es Spaß gemacht zuzuschauen. Dürft auch gern wieder Kritik loshämmern in die Tastatur und Kritik schreiben, dass ich irgendwas wieder mal falsch gemacht habe. Ich habe da nichts dagegen. Ich kann mit Kritik leben. Wir wünschen euch natürlich wieder einen schönen Tag bzw. einen schönen Abend. Und sofern es möglich ist, lasse ich die Mara auch öfters reden. Ja, wir haben es schon öfters gehört und ich weiß, dass es eines ihrer Features ist, ihre Stimme. Ja, noch einmal schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr diese Folge sehen solltet. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal wieder. Mensch bleiben. Tschüss, Baba.